Übergewicht und insbesondere Adipositas ist ein Risiko für die Entwicklung von Folgekrankheiten. Die wichtigsten Folgekrankheiten sind Erhöhung des Blutdrucks, Veränderung der Blutfette und insbesondere die Entwicklung eines Diabetes. Diese Folgekrankheiten wiederum führen dann zu Herz-Kreislauf-Krankheiten und zu diversen anderen schweren Störungen der Gesundheit. Adipositas ist definitiv eine Krankheit. Das wird auch durch die Weltgesundheitsorganisation so anerkannt, auch wenn in der öffentlichen Wahrnehmung häufig Adipositas noch nicht als Krankheit, sondern mehr als Charakterstörung gesehen wird. Es ist leider ein gängiges Vorurteil, dass übergewichtige Menschen nur selbst schuld seien, weil sie sich nicht in der Hand hätten, sich zu wenig bewegen und zu viel essen. Die Hauptursache für die heutige Epidemie an Übergewicht und Adipositas ist das Wechselspiel zwischen Erbanlagen und Umgebungsfaktoren. Die Adipositas wird unter anderem auch verursacht durch unsere luxuriöse Umwelt, die Zivilisation des Überflusses, wo wir uns nicht mehr bewegen und eine kalorienreiche Nahrung im Überfluss vorhanden ist. In der Prävention von Übergewicht und Adipositas hat man bis anhin sehr stark auf den einzelnen betroffenen Menschen geschaut. Das heißt, man hat den Leuten gesagt, sollst dich besser bewegen, sollst dich mehr bewegen, sollst dich gesünder ernähren und dann kommt das schon gut. Diese präventiven Maßnahmen sind richtig und wichtig, aber alleine genügen sie nicht. Hier braucht es dringend staatliche Regelungen und Eingriffe, um gerade die Werbung in diesem Bereich, die sich an Kinder richtet, in den Griff zu bekommen. In der Behandlung von Übergewicht und Adipositas gibt es keine einzelne Behandlungsform, die für alle Betroffenen funktioniert. Das heißt, man muss für jede individuelle Situation die passende Behandlung suchen und finden. Wer merkt, dass er Veranlagung hat, adipös zu werden und Gewicht zuzulegen, sollte so früh wie möglich beginnen, das im Griff zu haben. Also nicht verzweifeln, keine Extremdiäten, sondern viel Bewegung, möglichst viel Bewegung, sich sportlich betätigen. Es muss nicht Leistungssport sein und dazu eben vernünftig, nicht zu viel, ausgewogene Ernährung. Wenn jemand 50 Kilogramm Übergewicht hat, kaputte Knie und nicht mehr laufen kann und einen Diabetes hat, dann hat es keinen Sinn zu sagen, sie müssen sich jetzt richtig ernähren und sich richtig bewegen und dann löst sich das Problem von selbst. Das kann nicht funktionieren. Bei diesen Menschen braucht es ganz andere therapeutische Strategien und bei vielen von diesen Menschen wirkt zum heutigen Zeitpunkt nur die Chirurgie. Die Schweizerische Adipositas-Stiftung informiert, klärt auf und berät Betroffene. Wir haben eine Hotline, wo man sich erkundigen kann, wenn man Hilfe sucht, Hilfe braucht. Wir wollen die Leute ermutigen, dass sie das annehmen und dass sie eben versuchen, ihr Problem mit medizinischer Hilfe in den Griff zu bekommen.